Hier wieder achten drauf auf die Beidfüßigkeit. Die nächste Übung ist eigentlich dafür da, dass man das Passspiel verbessert und die Ballannahme plus die Kombination innerhalb vom Team. Auch hier wieder achten drauf auf die Beidfüßigkeit, dass es links trainiert wird und dass es rechts trainiert wird. Von der Organisation, vom Aufbau her, schaut so aus, dass, sieht man hier im Video, praktisch ein 20, 25, 30 Meter Feld hat, je nach Leistungsstärke auch wieder. Dementsprechend schauen, wenn die Jungs ein bisschen schwächer sind und jünger sind, das ganze Feld ein bisschen kleiner machen, dann wird es ein bisschen einfacher. Je größer und älter die Jungs sind, dementsprechend kann man es auch ein bisschen breiter und länger machen. Man hat beim ersten Ball einen kurzen Ball drin, die zweite Position lässt den Ball natürlich auch wieder klatschen nach innen und der spielt den Ball mit dem inneren Fuß dementsprechend auf die andere Seite diagonal gegenüber. Wichtig daraus, dass er scharf und präzise gespielt wird. Der den Ball dann dementsprechend im Tempo mit einer Auftaktbewegung vorher mit annimmt und zur Ausgangsposition zurückgeht. Vom Wechseln her ist noch ganz wichtig, dass man eigentlich in der Reihe wechselt. Also die Position 1 geht auf 2, die zweite geht auf die dritte Position geht dann wieder nicht auf die andere Seite, sondern bleibt in der Reihe und fängt dann wieder bei 1 an. Auch wichtig von der technischen Ausführung, wir üben hier einmal links und einmal rechts, sprich wir haben hier die Beidfüßigkeit drin. Auf der linken Seite wird der erste Ball auch mit links gespielt, auf der rechten Seite dementsprechend mit rechts gespielt. Der zweite Ball, dementsprechend hier gespielt wird, wird nach innen abgelegt, ja, und somit kann man dann mit dem inneren Fuß den Ball diagonal weiterspielen. Als Variation kann man natürlich auch den Doppelpass nach der Kurz-Kurz-Lang-Kombination mit einstreuen. Dann kann man den mittleren Spieler dementsprechend auf Position bringen, der eine Auftaktbewegung auch macht und dazu kommt zum Doppelpass, wie man hier im Video ganz deutlich sieht. Wenn das gut funktioniert, kann man eine weitere Variation machen, indem dass man einfach einen teilaktiven Gegenspieler noch mit einbaut auf der gegenüberliegenden Seite, der einfach durchläuft, auf dem Doppelpassspieler draufläuft. Wenn der Doppelpass gespielt wird, im Vollspeed einfach wieder kommt, zu dem ersten Ball wieder klatschen lässt und dementsprechend dann wieder rumgeht auf die Umschaltaktion für den Doppelpass. Hier haben wir auch immer wieder das Umschaltverhalten drin. Es ist nicht so, dass beim ersten Pass das dann vorbei ist, sondern dass man immer wieder dementsprechend einen Gegenspieler absolvieren muss oder dementsprechend immer wieder kommen muss für den zweiten oder für den kurzen Ball. Man hat einfach viele Anschlussaktionen drin und das ist eigentlich in der Übung sehr, sehr wertvoll. Natürlich kann man das auch gestalten mit hohen Bällen, ja, dass man den ersten Ball flach spielt, der zweite Ball wird flach gespielt nach innen und dann spiele ich den dritten Ball diagonal mit einem Chipball. Wichtig auch hier wieder, linke Seite, der dritte Ball mit dem inneren Fuß spielen, rechts genauso, der dritte Ball mit der linken Seite spielen. Der Chipball ist eigentlich dafür da, dass man den Ball hoch zu seinem Mitspieler spielt, dass man unten rein gabelt, backert und dementsprechend den Ball hochbringt zu seinem Mitspieler. Als sogenannter Flugball auch bezeichnet. Die nächste Variation startet mit einem Einwurf. Ja. Einwurf ausführen, dann flach machen den Ball und dementsprechend mit dem Flugball, Chipball oder flach, je nach Trainer, je nach Leistungsstärke, wird dann wieder im selben Ablauf wie den Übungen zuvor weitergespielt. Wenn man die Übung mit den langen Bällen absolviert, sollte man auch schauen, dass das Feld größer ist und dementsprechend auch breiter ist. Sonst passen die Abstände nicht und man kann keinen gezielten Chipball spielen. Nach einer gewissen Zeit, wenn der Übungsablauf einigermaßen passt, sollte man auch die Seite wechseln, sprich die komplett auf der linken Seite waren, gehen dann rüber auf die rechte Seite, die auf der rechten Seite waren, gehen rüber auf die linke Seite. Somit hat man auch hier wieder die Beifüßigkeit mit vorhanden.